Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu 7 Days to Die mit dem Abonacho Moin, moin. und unserem pantomimigen Well, der wieder seinen höflichen Knicks macht. Moin. Ich Dieser Knicks bin. ist zu toll. Sie stellen fest, dass ich wieder keine Axt in der Hand habe. Nee. Nö. Also ja, stellen wir fest. Ich habe vielleicht von Natur aus eine Begabung, so zu tun, Als ob. als würde ich arbeiten. Das Ja. ist gar nicht so einfach. Ist es nicht. Nein, das kann manchmal schon sehr nervenaufreibend sein. Das stimmt schon, das stimmt schon. Wenn ich jetzt, nee, ne? Ja. So. Ich greife Was? das jetzt trotzdem mal ganz kurz auf, weil wir haben ja darüber gesprochen und werden da jetzt gerade erstmal bis zur Horde nicht unbedingt was dran ändern. Jemand hat geschrieben, ja, ihr baut sehr viel an dem Haus, also so relativ wenig Action. Das mag stimmen, anders kriegt man so ein großes Haus auch nicht fertig. Auf der anderen Seite ist mir gerade eingefallen, also Avo hat sich echt in den letzten Folgen wirklich sehr viel Mühe gegeben, auch regelmäßig zu sterben. Man kann ihm da eigentlich gar nichts vorwerfen, oder? Da Ja, ist was dran. das hab ich gut gemacht, ne? Hast Ja. du, finde ich auch. Es wird viel zu wenig gewürdigt. Nein! Ich habe mich Was? verbaut. Ach so, Ja, alles gut, Gott. ich habe mich nur verbaut. So. Ach, Weghorn? Ja. Sagtest du nicht, dass du mir ein bisschen Holz mitgebracht hast? Ja. Komm, ich komme mal zu dir. Wo ist er denn? Da Ich ist bin er. hier bei dir. Den einmal 1000 und nochmal 1000. Naja, ganz so viel brauchte ich nicht, aber nehme Ja, ich. ach, nimm mal. Jetzt hast du's. Nimm's. Ich bin da nicht so. Ich nehme alles, was ich kriegen kann, weißt Ansonsten du? gibt's der Xyra, die schnurrt ab und zu auch mal nach Holz. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Verdammt, da hat's genau den falschen Empfänger getroffen, ne? Xyra, ich. Du hast das nämlich sehr wohl gehört. Ich habe das klar und deutlich gehört. Ich nicht. Da habe ich auch eine Begabung für. Alles, Aber. was ich nicht hören soll, höre ich ausgezeichnet. Ja, da ich glaube, es könnte, wenn ich Bad fragen würde, könnte er das vielleicht bestätigen. Aber Eventuell. ich habe bei mir auch gemerkt, ich habe bei mir so ein bisschen die Mitteltonfrequenz geändert, damit dieses, wenn man so einen trockenen Mund hat, entsteht ja immer so ein Geräusch, ne? Ja. Damit das nicht so mitkommt, habe ich ja die Frequenz vom Mittelton ein bisschen Ach, das geändert. hilft. Ja, wenn du ein ordentliches Mischpult hast. Wo du das machen kannst. Ja, ich bearbeite es ja eben minimal mal nach bei mir. Aber Also, das könnte mir auch helfen. nun habe ich ja beim letzten Mal auch so ein bisschen Flüsterton gesprochen. Den habe ich bei mir nicht gehört. Echt? Okay, bei mir warst du leider irgendwie übersteuert. Ich weiß nicht warum. Also im Teamspeak hast du dich gut angehört und in der Aufnahme warst du oben abgestimmt. Ich habe euch jetzt beide mal leiser gemacht und auch die Spur. Weil das klang nicht so doll. Aber es lag an mir, nicht an euch. Ja, weil bei Nicole bin ich ja eigentlich durchgehend übersteuert aus irgendwelchen Gründen. Ja, im Teamspeak gar nicht. Das ist ganz Das eigenartig. finde ich komisch. Also wenn, dann müsste es ja beide betreffen auch, ne? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, das ist eine Kreischerin, oder? Das ist eine Kreischerin, ja. Die Ich können höre wir ja da nichts. ruhig kreischen lassen, oder? Ja, die wird Spaß kriegen. Übrigens habe ich wieder Lyrik mitgebracht. Oh, sehr gut. Und Das ist zwar immer schön, ja. sogar von der Folge, die jetzt Dienstag kam, also sprich heute, sage ich mal. Sogar zweimal Lyrik. Ja, denn Anscheinend hat sich da ein zweiter Poet mit eingefunden. Und du wirst dich nicht, ich würde dich vielleicht nicht überraschen, es drehen sich beide irgendwie um deine Hüften. Ich kann da nichts für irgendwie. Das war die Folge, wo wir auch einen Reim auf Hüften gesucht haben. Ah, okay, wurde einer gefunden? Offensichtlich. Wir werden sehen. Also, das eine kommt von Mr. Mercy. Und es ist interessant, wie unterschiedlich zwei Leute eine Sicht auf deine Hüften haben können. Das merkt man auch, wenn man beide Gedichte gleich vorgetragen kriegt. So. Weil es in der letzten Folge Zwietracht gab, versiegelt Well sein Tunnelgrab. Xyra stiefelt ins verbrannte Biom, um Blumen zu farmen, im richtigen Rotton. Dort kam sie ums Leben, vielleicht durch einen Bug, noch im Sterben vernahm sie ein lautes Knack. Denn mit ihrer ausladenden Huft
raubte Xyra an den armen Schwein die Luft und wunderte sich im Anschluss gar, warum das Schwein ganz breiig war. Avo, der Architekt, werkelt am Haus, derweil schießt Hofnarr Vell die Scheiben raus. Er wollte sich messen mit einer Zombie-Armada. Nach seinem glorreichen Sieg braucht die Truppe einen Glaser. Wie recht er hat. Wie recht er doch hat damit. Und jetzt muss ich mal raustappen eben. Ich will eigentlich ganz gerne. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht. Nee, das funktioniert nicht. Und dann hätten wir von Claudi Polder Blues, dem bekannten nochmal auch ein sehr schönes. So, jetzt trinke ich mal einen Schluck eben. Und das ist die ganz andere Sicht auf deine Hüften. Xyra, stell mal die Arbeit an und lächel. Ich bin schon dabei. Wenn Xyra von ihren Hüften spricht, eine Welt für mich zusammenbricht. Ausladend sollen die Hüften sein, auch sehr breit und nicht gerade klein. Was ich mir darunter wohl vorstelle, den Genuss einer Donauwelle oder andere Gelüste, als ob ich es nicht besser wüsste. Die Hüften mögen griffig sein, doch welche Frau jagt schon ein Schwein, ohne sich flink zu bewegen, denn die Sau hängt ja am Leben. So denk ich mal und führe Wort, bei Xyra ist alles am richtigen Ort. Eine Frau, die zwei Kerle am Essen hält, die passt in eine postapokalyptische Welt. Doch nun genug von jeder Frau, die anderen beiden verschönern den Bau, wobei die Statik mal wieder schwächelt und es des Öfteren mal krächelt. Dass der Kaffee nun fertig ist, das sehen wir mit Vergnügen, wobei hier nur die Bohne gemeint ist, da muss ich den Well mal rügen. Wenn Zombies vor der Haustür stehen, sollte man nicht nach draußen gehen. Der Well verliest derweil was Lyra, unterwegs stirbt dabei leider Xyra. Somit schließt sich nun der Kreis, wobei ich immer noch nicht weiß, was ich auf Hüften dichten soll. Egal, ich finde Xyra einfach toll. Oh. Das hat so ein, das gefällt mir ausnehmend gut. Das hätte ich jetzt auch gedacht. So. Oh, das finde ich toll. Das kann sich also auf alle Fälle sehen lassen. Auf alle Fälle. Also gedichtstechnisch fand ich beide natürlich gut. Aber bei dem einen kommen deine Hüften schon besser weg. Ja, die kommen deutlich besser weg. So. Hört sich auch irgendwie merkwürdig an. Die Hüften kommen besser weg? Mhm. Naja gut, ja. Ein bisschen. Mann, so ein klein wenig, ne? Ja. Nein, aber ich muss sagen, es hat ja auch nie jemand... Eine Eins mit Sternchen. Ja. Das ist fürs Fleißheft auf alle Fälle Blümchen! So. Jo. Genau, jetzt kann man es ja sagen. Jetzt können die Leute auch was damit anfangen wahrscheinlich. Jetzt können die Leute auch was damit anfangen, ja. Aber was habe ich da nur getan? Wer oder was hat mich da geritten? Ich habe es noch nicht geschafft, zeitlich mir dann diesen Klingelton rauszuschneiden, aber das ist nicht weg. Die Idee. Oh, unglaublich. Oh nein, ich brauche ein bisschen Stahl. Ich glaube, ich bin hier gleich durch. Was denn? Bricht wieder was ein? Bei mir? Mhm. Nein. Ach so. Alles gut. So. Oh, meine Stimme, die ist heute im Keller. Wie kommt's? Weiß ich nicht, hörst du das nicht? Nicht so. Nö, also jetzt eben, wo du es gesagt hast, denn weil man halt darauf hingewiesen wird, so ein bisschen. Ja, bin ich aber ruhig. Als hättest du Halsschmerzen, aber ansonsten eigentlich nicht. Nee, Halsschmerzen nicht. Ich meinte das mit dem Keller auch anders. Ich komme die Treppe nicht hoch. Meine Hüften sind doch breiter, als ich dachte. Moment, ich hole die Axt. Also, um die Treppe breiter zu machen, natürlich nur. Ja, well, cool. Ansonsten kann man mit Sandstrahlen schöne Feinarbeiten auch, aber egal. Ach Gott. Da haben wir hier so schön den Boden gezogen und jetzt kommt er wieder raus. Aber dafür haben wir einen schöneren Boden. Der Boden, der wird hier oben richtig gut aussehen, Leute. Ja, aber natürlich. Ja, also
den ganzen Boden zweimal zu machen, ist natürlich schon schwierig. Ne? So. Ja, aber dafür sieht es dann auch geschickt aus. Ja. Das wird unser Haus fürs Leben. Das wird unsere Rentnerresidenz. Irgendwann sitzen wir alt und grau zu dritt auf der Veranda, trinken ein Bierchen und sagen, früher, da waren hier die Zombies noch alle am Leben. Mehr oder weniger, ne? Wisst ihr noch? Ja, ich habe genau zugehört und ich muss jetzt ganz klar eins dazu sagen, ich gehe dann schon mal runter auf die Veranda, weil graue Haare habe ich ja bereits eh schon. Ihr dürft dann hier weitermachen. Ich verabschiede mich dann fürs Erste. Wir sehen uns vor der Tür. Okay? Ach so, einer willst du. Ich kann nichts für meine Haare, wenn du das meinst. Sie hat gesagt, irgendwann sind wir mal alt und grau. Und, ja. Ja, aber Welt, du bist grau, aber doch nicht alt. Vielleicht wollt ihr uns damit sagen, dass er langsam alt ist. Nein. Nicht? Mit 25 ist man doch noch nicht alt. Naja. Nee, aber wenn jetzt Chef morgen rufen würde, jeder meint, er müsste jetzt schon Rente haben, dann würde ich sofort die Hand heben auch. Ja, bitte, hallo? So, von der Idee her. Und jetzt muss man abzählen, das ist, ach ja, ein von der Säule. Ich gehe mal davon aus, dass das hier symmetrisch gebaut ist. Das ist schön, wenn du mir das zutraust. Sagen wir es mal so, wir kennen dich. Ja, mittlerweile doch ein bisschen. Ich werde es jetzt nicht überprüfen, das meine ich damit. Eins, zwei, obwohl... War das jetzt irgendwie eine Wertung? Nee, nein. War denn da eine Wertung drin mit dem Schön, dass du mir das zutraust? Na klar. Was? Na klar. Ja, okay. So, was haltet ihr jetzt von dem Kranz, womit ich das hier oben abgeschlossen habe? Moment, ich gucke immer nur auf den Boden. Ich gehe hier schon total gebückt rum. Ich würde wirklich ganz gerne mal auf die Veranda, bitte. Ja. Ich finde, das ist schön. Ach so, ja. So ist der Übergang. Jetzt ist die scharfe Kante. Ja. Die scharfe Kante ist weg. Und ja, das ist schön. Vor allen Dingen, weil auch es gibt ja hier in verschiedene Richtungen. Den Übergang kannst du gut hinbekommen, finde ich. Dann bin ich zufrieden. Dann ist alles gut. Dann habe ich irgendwas richtig gemacht. Hast du. Bin ich hier. Es tut mir leid, aber ich werde euch gleich nochmal ein bisschen verlassen, weil ich brauche neue Blümchen. Blümchen! Wie? Echt? Sind die schon alle? Ich habe noch 22. Dann gehe ich schon mal raus, weil ich habe jetzt so viel anderes nicht mehr zu tun. Pass auf, dann gebe ich dir mal das Holz, was mir wer gegeben hat zum Teil. Nimmst du? Bitteschön. Dankeschön. Den Rest lasse ich... Oh, das kann ich eigentlich futtern. Ey, dann brauchen wir aber noch verdammt viele Blumen, was? Also richtig viele Blumen. Nur ein paar hundert und was in der Richtung. Ja, aber dann können wir... Also ich sag mal, dann kann man ja... Also ich glaube, hier in der Umgebung sind ja die Blümchen bald mal abgegrast. Dann kann man ja vielleicht schon mit dem Minibike doch mal ein paar Meter fahren, irgendwie so. Ja. Ja, ich gehe jetzt mal einmal kurz raus und guck mal nach. Sollte auch bald mal was essen. Ja. Ach, unser Mais ist auch schon da fast fertig. Was sagt denn der Rest hier? Kartoffeln brauchen noch. Blaubeeren brauchen noch. Wir hatten da schon mal die aufgelassen. Ich war's nicht. Unschuldig. Keine Ahnung, ich bin unschuldig. Das muss vor dieser Aufnahmesession gewesen sein. Ich war überhaupt noch hier heute aus dem Haus. Wenn, dann steht die seit einer Woche offen. Das ist jetzt auch kein besseres Gefühl. Denn es ist hier gut durchgelüftet. Das auf jeden Fall, ja. So, die Reihe mache ich mal fertig. Ich darf dann wieder einmal sterben. Besorge ich mal mit Blumen oder so. Ich habe wieder 75 Wellness. Oh. Ich muss gleich erstmal was essen. Ja, bin ich auch gerade bei. Viele Kartoffeln. So, okay. So. Die Adobis sind eingezogen und also noch nicht bis ganz nach hinten. Aber wer weiß, vielleicht wollen wir das auch nicht ganz bis nach hinten machen. Das können wir dann ja gucken. Oder ob ich die hinten wieder schließe dann. Aber soweit sind sie erstmal drin hier. Das ist doch schick. Ja, ich... nein, halt, was mache ich denn hier? Was denn? Habe ich einen Hammer dabei. Ich habe jetzt doberweise von der falschen Seite gerade weggehauen. Moment. Ich genau, wieder heil. Okay.
selbst ist die Frau. Ja. Ja. Ja, ne? Da ist jetzt noch ein bisschen Wässerchen dazu, dann geht das wohl. So. So. Okay, aber wenn du bedenkst, wie wir hier angefangen haben, ne? Mit deinem kleinen Blümchen hier unten im Gang. Ja, die finde ich immer noch toll. Ich auch. Deko muss sein, die macht das alles wohnlicher. Mhm. So, Steine weg, Clay kommt. Und im Real Life, da gehen mir Blümchen immer ein. Oh, wir können dann hier gleich. Können dann hier gleich auch mal abernten. Haben wir wieder genug Blaubeeren und Tee. Aber jetzt gehe ich erstmal Blümchen pflücken für Xyra. So, letzte Holz verbaut. Ich komme mit. Ich schnackel mich jetzt voll und dann. Hoppala. Ich gucke auch mal. Also Federn haben wir noch reichlich. Munition können wir noch herstellen. Wir haben noch 900 Bullet Casings und auch Bullet Tips. Wir haben, können auch noch mehr herausholen. Und ich mache nur gerade mal Bestandsaufnahme. Ja. Weil wir haben am nächsten Tag nie die Feralhorde. Ja. Ja. Jetzt weiß ich, warum da oben zwei verunfallte Autos stehen. Weshalb was? Warum da oben zwei verunfallte Autos stehen, so nordwestlich. Warum? Naja, wenn ich mir angucke, ich meine, wenn du hier eine Baumspur mit einer Kurve zeichnest. Ich meine, die können ja nur verunglücken. Wo sollen die hin? Das stimmt. Ist die Allee etwas schief geworden, ja? Nein, der hat einfach die Straße neu gefahren. Eine neue Richtung gegeben. Ein Richtungswechsel. Naja, gut. Das nennt man kreative Freiheit. Genau. Okay. Moment, dann ich dachte, sowas nennt man Wirtschaft ankurbeln. Oder das. Mehr ist die Schallkraft und hier gibt es ja wirklich keine Blümchen mehr. Oh, wie schön. Also hier vorne bestimmt ist gleich schon ein Blümchen. Und da ist noch ein Blümchen. Ich sehe Blümchen. Ja, und das aber sogar wahrscheinlich, direkt bei uns. Aber vermutlich auch nicht in der Menge, in der wir die brauchen. Ich glaube, ich würde einfach mal, ich versuche mal mit dem Minibike irgendwo hinzudüsen und ein paar noch zu besorgen. Sonst. Ja, dann lass uns doch in das. Wir können natürlich auch zu dritt mit dem Minibike durch die Gegend düsen. Ja, dann lass uns doch zu dritt nach Westen fahren, weil da haben wir doch dieses Nadelbaumgebiet. Obwohl, nee, da finden wir. Nee, doch, nee, da ist, Moment, im Westen ist erstmal eine kleine Stadt, in der ihr noch gar nicht wart. Da war ich da, glaube ich, nur. Und die liegt aber in so einem grünlichen Biom. Das könnte ganz gut funktionieren. Dann lass uns da doch mal hin. Das ist aber dann dunkles Grün, ne? Das ist helles Grün. So wie jetzt bei da, wo wir sind. Das ist helles Grün. Dann mache ich mich aber mal schnell leer. Ich weiß nur nicht, wie groß das ist. Helles Grün habe ich jetzt hier auf meiner Map 97 gesehen, deswegen habe ich mich jetzt gerade gewundert. Nee, da war, aber wie gesagt, da habe ich mich nur alleine hin verirrt. Also im wahrsten Sinne des Wortes hin verirrt. So, die Roadplanes kommen auch weg. Ein paar Pfeile, ein paar. Was denn? Wir haben unser Dach nicht komplett aufgerüstet. Wie ich gerade feststelle. Wie nicht komplett aufgerüstet? Naja, da sind mal wieder so Balken vergessen worden, auszukleiden. Ah, okay. Und ich stelle gerade fest, das Dach hätten wir auch mit den. Oh, da ist auch. Aber das ist auch mehr ein optisches Problem, ne? Oder? Das ist kein statisches Problem, natürlich nicht, nein. Aber ich stelle auch gerade fest, wenn ich mal so angucke, hätte ich vorher dran denken können, wir hätten das komplette Dach mit Wood-Shingles machen sollen und nicht mit Holz. Und dann von innen Holzplatten. Da denke ich nie dran, weil wir haben ja durch diese Jingle-Rams, ja, das Problem, dass du von der Seite dann immer so Kanten drin hast, ist aber auch halt ein rein optisches Ding. Ja. Und die haben wir natürlich dann jetzt drin, ja. Diese Kanten. Aber vielleicht kommt die A15 ja zu Ostern, dann geht's wieder, dann können wir weitermachen. Zu Ostern. Sehr schön. So. Ich wollte mich mal auch einmal entleeren und dann zum Bike.
Ja, ich bin jetzt weitestgehend leer. Ich weiß gar nicht mehr, welches meins war. Ich glaube, dass das hier so ein Stück davor steht. Meins ist das ganz linke. Es ist auch gar nicht so schlecht, wenn wir zu dieser Stadt da hinfahren, weil wir bräuchten wahrscheinlich noch ein bisschen Benzin, was wir aufsammeln, weil unsere Minibikes haben vermutlich nicht mehr so viel. Und ich gucke nochmal eben oben in die Kisten. Ich glaube, da liegt wahrscheinlich keins mehr drin. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den ganzen Kram hinschmeißen soll. Deswegen nehmt einen Wrench mit, wenn ihr könnt. Ne? Damit, ja, eine habe ich dabei. Ich packe jetzt meinen ganzen Kram hier erstmal, entleere mich. Okay, wir haben hier noch 2400 Benzin. Ich mache mal die Minibikes voll. Mhm. Und Moment, dann crafte ich mir auch gleich nochmal eine Chest. Craft. Ja, mal ein bisschen was weg. Ich glaube nicht, dass ich unterwegs eine Spitzhacke brauche oder so. Solche Sachen nehme ich grundsätzlich. Wenn wir irgendwo rein müssen, kann das schon nicht schlecht sein. Wieso habe ich denn keine auch dabei? Habe ich alles mit. Also ich bin werkzeugmäßig immer komplett ausgerüstet. Wo habe ich meine denn hingepackt? Ach, was soll's. Kreischer, draußen vor dir. Könnt ihr gucken eben? Oder, die verläuft. Oh, sie schreit schon. Toll, an der Seite kommt man also nicht raus. Wo ist die Zippe? Die stand quasi auf der Minibike-Garage. Hab sie abgeknallt. Ich hab sie abgeschossen, ja. Was will ich denn? Ich will hier ran. Die scheint nicht mal Zombies gerufen zu haben. Okay. Doch, ein paar sind hier. Ja. Dann komme ich erstmal rüber. Ich sehe gerade keinen. Von hier aus. Ah, doch. Jetzt sehe ich. Okay, ich komme mal zu euch rüber. ich fülle dann aber eben schnell noch die Minibikes auf. Ne? Ja, meins ist schon draußen, damit bin ich schon rausgefahren. Gott, bin ich doof. Okay, macht ja nichts, dann kann ich es ja auch draußen auffüllen. Noch ein Kreischer, oder? Nee. Nein. Oder? Achso, okay. Spider. Ah ja, okay. Die hören sich auch mal so an wie das Leiden Christi. Ja. So. Los! Lass deinen Kopf platzen. Ah, nicht geplatzt, aber tot ist tot. Ja, mal gucken, der hat gar nichts mehr. Wolltest du ein paar Schuhe haben? Nö, danke. Ich glaube, ich bin glücklich barfuß. Ja, Lecker. Ich bin glücklich barfuß. Obwohl, die können wir mitnehmen. Das sind 304 im Jahr. Ach jetzt. So. Wir sind am Ende, aber zum Ende dieser Folge möchte ich noch ganz dringend auf etwas hinweisen. Oh. Ich habe Celsius. Ja, genau, der CPL wird sich freuen, denke ich mal. Ja, so. Und ich habe tatsächlich von alleine dran gedacht, aber trotzdem danke für die Mail. Und ich hab ein Laufrad. Was? Moment, stopp. Ach so, läufst du wieder? Ja. Was habe ich neulich noch gesagt? Bei mir sieht das mehr so aus, als würdest du so bewusstlos auf dem Bike hängen. Entschuldigung. Okay. Was habe ich eben noch gesagt? Fahrenheit ist das neue Celsius. Stimmt. Also mach dir keine Gedanken. Genau, ja. Ups. Aber jetzt habe ich Celsius. So, das musste ich jetzt zum Ende der Folge unbedingt noch loswerden. Das ging nicht anders. Ja. So, Benzin ist übrigens alle jetzt. Wie viel habe ich denn drin? Voll. Ah, dann ist gut. Bei Xyra weiß ich jetzt nicht, für wie viel es gereicht hat. Musst du dich raufsetzen, dann siehst du es. Moment. Der, lass mich da raus. So. 41. Okay, jetzt kriege ich das erste Benzin dann in der nächsten Folge. Ja. Ah, wir haben sowieso. Wir haben sowieso noch was vergessen. Ach so. Wir haben uns noch nicht getrackt. Ich ja. Ich nicht. So, wer das ist denn mache ich auch noch jetzt. Aber denn ist gleich, ne? Ich bin schon blau. Ja, so bin ich. Du bei mir aber auch. So bin ich halt auch. So ist das halt. Okay. Wir dürfen doch blau gar nicht fahren, ne? Oh, das gibt ja das geht schon. Wer soll uns denn anhalten? Die Polizei? Ja gut, wir fahren an der Stadt ja nicht vorbei, von daher ist der Polizei. Aber der spuckt uns sowieso. Doch, wir fahren an so einer kleinen Klitsche. Da gibt es halt einen örtlichen Sheriff, da müssen wir gucken. Hm? Ja, machen wir einen kleinen Bogen. Oder ich bezirze den ein bisschen. Mal, genau, ich könnte meinen ausladenden Hüften. Ich könnte eigentlich... Ich könnte ein bisschen wackeln und dann guckt er automatisch weg. Safe Raypoint, Moment... kleine Stadt. So, wir wollten aber eigentlich, glaube ich, Feierabend machen. Richtig, genau. Ja. Wir sind schon wieder, ne, und so. Wir übertreiben es. Okay. Genau, wir machen dann nächstes Mal weiter.
Genau, Schluss für jetzt. Und tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.